Was bisher bei Banishers Ghost of New Eden geschah. Tod. Nein. Dass du jetzt zu Hilfe kommen. Jetzt, wo alles verloren ist. Der Albtraum verdirbt alle in New Eden. Sie vernebelt ihnen die Sinne. Und es wird also darauf hinauslaufen, dass wir nur noch einmal in New Eden sind und das ist dann das Finale. Eure Arbeit hat begonnen. Jetzt müsst ihr sie fortsetzen. Wo genau wird die Lehre uns in New Eden Town ausspucken? Der Trick dabei ist, sich auf die schönsten Erinnerungen zu konzentrieren und sich dorthin bringen zu lassen. Zumindest wirkt das für mich. Versuchen wir es. Jetzt sind wir am Friedhof, wo Davenport gestorben ist. Wir sind da. Vorwärts. Bringen wir es zu Ende. Wir wissen, Davenport hatte hier eine weiße Frau. Den genauen Namen weiß ich nicht mehr. Herbeigerufen. Und starb dadurch. Hat der Efeu die ganze Stadt überwuchert? Ihr Einfluss muss immer noch gewaltig sein. Aber das war ja der Nachbar, der gerufen wurde von Davenport. Das war ja nicht Kalendere. Schon lange her, dass wir hier waren. Wie Charles sagen würde, ein neuer Tag bricht an, eine neue Seele, die es zu retten gilt. Diese Leute haben keine Ahnung, mit was sie es zu tun haben. Wir hatten wirklich keine Ahnung, was uns erwarten würde. Wenn ich die Bedrohung ernster genommen hätte, wärst du vielleicht noch am Leben. Alles, was jetzt zählt, ist, dass du mich aufsteigen lässt. Das ist richtig. Wir hatten ja zweimal im Spiel die Möglichkeit, eine Entscheidung zu treffen. Und das erste Mal war wirklich recht schnell. Da haben wir noch gar nicht wirklich die Open World gehabt. So, hier geht's raus aus dem Friedhof. Jetzt sind wir am Hafen. Ist alles mittlerweile ausgestorben. Hallo, verdorbenes Unkraut. Da oben ist ein Punkt. Ich denke mal hier hinter. Jo. Wo ist es hier auf dieser Seite? Mal schauen, vielleicht sind sie auch nur zwei. Hier sind drei Punkte. Der Seite muss noch eine Wurzel sein. Oben, das ist die obere. Rechts. Die hier lang.
Da unten. Das sind 25 Schäben. Denkt ihr, ihr könnt es mit einem Geist aufnehmen? Halt den Schemen auf, bevor er von der Leiche Besitzer greift. Achtung! Ein Schemener gerade. Da ist noch einer. Ah, er hat mich immer an Foss erliegt. Mann, da zieht einer auf mich. Darf ich auch mitmachen? Fuck mit dir. Nee, hat doch keiner auf mich gezielt. Die Predigt über die Heiligkeit der Ehe ist längst überfällig. Ein schönes Wort für ein paar Fesseln. Sicher sind die Leute hier genauso weltoffen wie Charles. Wir waren so verliebt. Wir lieben uns. Bedingungslos. Bis zum bitteren Ende. Ja. Bis zum bitteren Ende. So, hier ist die Kneipe. Hier hat sich nichts verändert. Oh. Mr. Landon Dutton aus dem Wien verkauft. 2,5 Morgen Land, einschließlich eines Wohnhauses und 800 Quadratmeter baubares Land, das allen als Duttons Farm bekannt ist, am Flora Abbott, Lynn in der Kolonie Massachusetts. Es werden keine neuen Notizen sein. Ich hab's sogar gesehen. Stirb, du Drecksau. Ich kann Licht sehen. Wie? Ist Esther etwa immer noch hier? Esther, die Frau von Charles. Wieso ist sie noch hier? Traurigkeit im Intervall oder eine Studie über die äolische Tonleiter. Stimmt, sie war ja so musikaffin. Und hier fanden wir auch das erste Easter Egg zu Vampir. Esther? Rory? Seid ihr ein Traum? Nein, wir sind echt. Bist du hier? Bist du wirklich hier? Ja, ich bin hier. Wart ihr die ganze Zeit über alleine hier? Nein, nicht alleine. Charles besucht mich ab und zu, um zu reden. Das ist nicht Charles. Das ist nicht Charles. Charlie ist aufgestiegen. Erinnert ihr euch? Oh ja, jetzt erinnere ich mich. Es ist alles so verschwommen. Verwindet man je wirklich den Verlust wahrer Liebe? Esther, weißt du, wer ich bin? Anthea, ja. Ich kenne euch. Ihr kommt zu Red, wie Charles zu mir.
wie liebenswürdig ihr doch seid. Liebste Esther, ich bin gestorben. Ich bin ein Geist. Wisst ihr, ich hätte so gern mit euch dreien gespielt. Geister und dergleichen gejagt. Ich lerne schnell. Aber nicht heute. Charles war auch ein Verbanner. Heute ist wie ein Traum. Wenn wir über Deadpool reden. Können wir über Deborah sprechen? Nehmt ihren Namen nicht in den Mund. Sie hört euch. Sie hört unsere Gedanken. Soll sie ruhig. Die Wahrheit darf man nicht fürchten. Wahrheit ist Freiheit. Eine Geschichte kann erst mit der Wahrheit enden. Red, ihr seid ein treuer, treuer Freund. Aber es gibt keine Wahrheit, die nicht wie ein Albtraum scheint. Und beide lassen sich nicht unterscheiden. Das ist echt. Ich bin ein Geist und Geister haben keine Träume. Das ist real. Wir sind hier und du bist es ebenfalls. Das verspreche ich dir. Vielleicht ist nichts von all dem echt. Vielleicht ist das alles nur ihr Traum. Vielleicht ist das der Fluch. Ja. Und vielleicht ist das Leben ein Traum, aber verdammt, ich hoffe es nicht. Auch New Eden war ein Traum. Wir träumten von einem Stückchen Himmel auf Erden. Stattdessen hat sich die Pforte zur Hölle geöffnet. Ihre Macht muss ihre Grenzen haben. Nichts kann sich der Wahrheit widersetzen. Und selbst die Macht eines Albtraums muss Grenzen haben. Aber was, wenn diese Grenze ganz New Eden umfasst? Wenn sie hier allmächtig ist und es kein Entrinnen gibt. Was geschehen wird, wird geschehen. Und wenn wir erfolgreich sein werden und das Land befreien, was wirst du dann tun? Ich werde nach London zurückkehren. New Eden ist verloren. Jetzt und für die nächsten Jahrhunderte. Denk nicht so, wir ändern das. Was geht da oben im Gemeindezentrum vor sich? Darüber stelle ich keine Fragen. Und das solltet ihr auch nicht. So denken, dass wir hier einst Gottesdienst hielten. Dass Charles hier seine Predigten hielt. Ausgerechnet hier. Alle Dinge gehen einmal zu Ende, ob gut oder schlecht. Das Gemeindezentrum ist nur ein Ort. Und wir werden ihn aufsuchen und das beenden. Ihr seid ein guter, tapferer Mann, Red McWraith. Ich werde euch nicht vergessen, wenn ihr fort seid, wenn ich nicht alles bis dahin vergesse. Was erwartet uns? Was erwartet uns im Gemeindezentrum? Das wisst ihr. Ihr wisst, wer dort lauert. Hinter den unheimlichen Ranken. Das Gemeindezentrum ist jetzt ihr Garten. Ihr Hass sitzt tief und ihre Schlingpflanzen ranken sich durchs ganze Land, wie der Blutbaum, der eurem Herzen entwächst. Über New Eden Town. Was ist mit New Eden geschehen, während wir weg waren? Oh, sie sind alle weg. Ich wollte nicht mitgehen. Sie hat mich bleiben lassen. Sie? Deborah? Sprecht ihren Namen nicht aus. Das macht sie zornig. Sie ist jetzt viel stärker und eure Wiederkehr macht sie wütend. Wir sind hier für Anthea. Wir sind nicht hier, um sie zu ärgern. Wir sind nicht hier, um sie zu ärgern. Auch nicht, um sie anzugreifen. Anthea will nur, was ihr gehört. Beim letzten Mal seid ihr mit dem Leben davongekommen, Red. Denkt ihr, sie wird das noch einmal zulassen? Ich hoffe es doch sehr, ja. Sie wusste, dass ich zurückkommen würde. Was hätte ich auch sonst tun sollen? Wer von uns hat denn eine Wahl, wenn der freie Wille eine Lüge ist? Keiner. Wir schenken einander Funken der Hoffnung, aber sie verglühen in der Finsternis. Auf Wiedersehen.
Lebt wohl, Esther. Vielleicht sehen wir uns wieder. Ja, vielleicht. Es ist so angenehm, mit neuen alten Freunden zu sprechen. Hin und wieder und wieder. Reiche das Gemeindezentrum. Beenden wir es. Was sagst du? Deborah. Mit ihr hat alles angefangen. Mit einer Hinrichtung, weil sie der Hexerei beschuldigt wurde. Obwohl Grace Pennington. Diejenige war, die herumgespielt hat mit Hexerei. Und Grace Pennington hat genauso wie Haskell gehandelt und seinen Nachwuchs geschützt. Es bricht mir das Herz, sie so zu sehen. Daran ist der Albtraum schuld. Wir müssen vorsichtig sein. Das ist ihre Festung. Aber gleichzeitig hat der Deward ja doch was mit der Hexerei zu tun. Denn Grace bzw. Sika nannte sie ja Meisterin. Ach, jetzt weiß ich wieder, wo ich bin. Da ist die Kneipe. Da, wo ich gerade hinschaue. Wurzel. Nicht jetzt lang? Das ist aber nett. Wenn wir hier fertig sind, sollten wir uns mit dem nächsten Schiff an einen warmen und sicheren Ort aufmachen, wo sich keine Geister herumtreiben. So einen Ort gibt es nicht. Aber die Idee gefällt mir. Ruhe dich im Schulhaus aus. Wenn ich dir deinen Aufstieg gebe. Ich weiß es nicht. Alle Geister haben einen Grund, warum sie verweilen. Der ist meistens die Liebe und Sehnsucht. Komisch, wieder hier zu sein. Nach den Liebsten. Ja, und das Feuer brennt immer noch. Es ist merkwürdig, wieder hier zu sein. Es ist merkwürdig. In der Nähe des Ortes zu schlafen, wo du gestorben bist. Und doch solltest du schlafen. Du hast es nötig. Gerade hier. Sicher, beim Albtraum. Spuck es endlich aus. Genau, warum ist sie zurückgekommen? Auch wegen der Liebe, denke ich mal. Weshalb bist du zurückgekommen? Geister verweilen nicht grundlos. Also... Was war dein Grund? Ich weiß es nicht. Veralber mich nicht. Wirklich? Gut. Wenn du meinst. Ich hab dir gesagt, sei vorsichtig. In jener Nacht, in diesem Raum, da mahnte ich dich zur Vorsicht. Ich hatte Angst, du würdest überstürzt handeln. Ich warnte dich. Es war eine Falle. Ich dachte, du wärst ohne mich zum Gemeindezentrum aufgebrochen. Ich bin gestorben, um dich zu retten. Du bist also aus Wut geblieben. Ja, ich bin geblieben, weil ich wütend war. Wütend auf dich. Ich glaube, dessen bin ich mir schon eine Weile bewusst. Die Wut ist noch da. Ein Teil von mir verachtet dich noch immer. Wegen der Schmerzen und der Angst, der Qualen meines Todes. Dafür verachte ich dich. Anthea, es tut mir aufrichtig leid. Das weiß ich. Du hast dein Bestes gegeben, es wieder gut zu machen. Aber das ändert nichts an meinem Tod. Und dass du mich bald gehen lassen musst. Gut, machen wir uns auf.
Es ist Zeit. Was, wenn ich erneut versage? Dann ist die ganze Welt verloren. Einen hohen Preis. Was auch passiert, wir werden uns dem stellen. Bis dass der Tod uns scheidet.